Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute über das Thema Kundenbeschwerden und Kundenfeedback sprechen. Wenn dich interessiert, wie das vernünftig funktionieren soll, beziehungsweise wie du damit umgehst, dann bleib auf jeden Fall dran. Gib uns ein Like und ein Abo und dann viel Spaß beim Video. Wie gerade schon besprochen, werden wir heute über das Thema Kundenbeschwerden sprechen, beziehungsweise generelles Kundenfeedback. Ja, ich denke, du wirst in deiner unternehmerischen Laufbahn davon nicht verschont sein. Jedes Unternehmen bekommt Feedback, positiv genauso wie negativ. Und man muss sich mit der Frage auseinandersetzen, wie gehe ich damit um? Weil, wie gesagt, man kann das eigentlich nicht vermeiden. Gerade bei dir in der Branche oder generell in der Fachhandelsbranche ist es nun mal so, dass es ab und zu Verzögerungen kommen kann. Ja, und wenn du dann einfach den falschen Kunden auf der anderen Seite sitzen hast, dann gibt es schon mal eine Beschwerde. So. Und das Erste, beziehungsweise wahrscheinlich auch das Wichtigste, was du dir und deinen Kundenbetreuern, deinen Backoffice-Kräften wirklich mitgeben musst, ist einfach der simple Gedanke, dass eine Beschwerde absolut nichts Schlechtes ist. Ja? Ganz oft ist es so, das haben wir auch schon mehrmals auf diesem Kanal letzten Endes thematisiert, aber es ist so wichtig, dass man es nochmal sagen muss. Ganz oft ist es so, dass eine Beschwerde immer irgendwo negativ abgespeichert wird. Klar, irgendwo ist es ja auch ein Prozessfehler, also irgendwas, was dazu geführt hat, dass diese Beschwerde jetzt entsteht. Aber wenn wir uns halt vorstellen, ist jetzt natürlich ein bisschen einfach gedacht, aber wenn wir uns vorstellen, dass es zwei Kundentypen gibt, der eine beschwert sich, der andere beschwert sich nicht, ist aber vielleicht genauso unzufrieden, nur seine Beschwerde in Anführungsstrichen ist, dass er nie wieder was mit dir zu tun hat. Was ist denn der schlimmere Kunde? Ja, ist ganz einfach, Typ Nummer zwei. Weil Typ Nummer zwei wird niemals was bei dir kaufen. Typ Nummer eins gibt dir zumindest noch die Chance, dich zu erklären und es besser zu machen. Klar, wir werden hier auch immer wieder mit Beschwerden konfrontiert, einfach die nicht sinnvoll sind oder die einfach auch teilweise Schuld des Kunden sind, das ist völlig klar. Aber du musst dir einfach vorstellen, eine Beschwerde ist letzten Endes erstmal nichts anderes als Feedback an deinen Prozess. Und ein Prozess ist meistens niemals perfekt, die wenigsten Prozesse sind das. Und letzten Endes gibt der Kunde dir halt wirklich Feedback, was du hättest besser machen können. Und das ist ganz essentiell, weil wenn du jetzt deinen Betrieb zum Beispiel 5, 10 oder 15 Jahre führst, dann wirst du ab einem gewissen Punkt betriebsblind. Ja, und wenn du dann neue Leute einstellst, dann kann es sogar passieren, dass du diese Betriebsblindheit an gewissen Punkten sozusagen beim Einlernen übergibst. Ja, das kann auch passieren. Und dann ist natürlich so, dass niemand in deinem Unternehmen diesen Punkt für möglich gehalten hätte, egal was es jetzt auch immer ist, was den Kunden jetzt eben unzufrieden stimmt. So, und deswegen ist es wirklich essentiell, dass man sich erstmal vor Augen führt, wenn der Kunde sich beschwert, ist das nicht schlimm. Ja, man darf da nicht emotional reagieren, man sollte im besten Fall im ersten Moment auch nicht versuchen, sich zu rechtfertigen, sondern das Erste, was du eben machst, ist wirklich mal unemotional das entgegenzunehmen, was der Kunde dir dort gerade gesagt hat. Und was ich immer empfehle, ist wirklich in Anführungsstrichen eine gute Übung, aber einfach mal Plätze zu tauschen. Das heißt einfach mal zu sagen, hey, ganz offen und ehrlich, wenn wir jetzt Plätze getauscht hätten, wie hätte ich auf diese Situation reagiert? Ja, ist von mir aus eine Rechnung falsch ausgestellt worden, kam die Zahlung zu früh an oder völlig egal was, wurden andere Versprechen letzten Endes umgesetzt, als in dem Verkaufsgespräch angebracht wurden. Das kann ja alles passieren. Und frag dich ganz offen und ehrlich mal, ohne Ego, ohne alles, was dazugehört, wie hätte ich in der Situation reagiert? So. Und dann kommst du vielleicht manchmal an den Punkt, dass du sagst, okay, ich hätte mich vielleicht auch beschwert. So, und jetzt ist es wirklich so, wie gehe ich damit um? Natürlich, du hast hier auf dem Kanal schon Videos von uns bekommen, wie du eine Beschwerde löst. Im besten Fall nimmst du es erstmal entgegen, sorgst dafür, dass der Kunde diesen Punkt, den er eben angesprochen hat, gelöst bekommt. Und dann ist es noch eine Sache, die ich dir mitgeben möchte. Eine Fragestellung, die du halt für dich immer machen musst. Vielleicht nicht nur im Unternehmen, sondern generell immer. Frag dich nicht, wenn jetzt eine Situation schiefläuft, frag dich nicht, wie kann ich die Situation lösen, sondern wie kann ich sie in Zukunft vermeiden. Ja, das ist eine Sache essentiell, die musst du einfach verstehen. Kannst du dir bei allem wirklich merken, klar, du musst die Situation jetzt in dem Moment lösen, aber frag dich parallel definitiv, wie kann ich die Situation vermeiden in Zukunft. Ist auch eine Sache, die ich bei uns in den Gesprächen ganz, ganz oft mitbekomme. Ja, die Kunden fragen jetzt nicht, hey, wie kriege ich jetzt hier den Kunden von sauer wieder auf fröhlich, in Anführungsstrichen, sondern die Frage sollte eigentlich laufen, wie kann ich es vermeiden, dass er überhaupt sauer wird. Weil mit der zweiten Fragestellung leitest du automatisch eine Prozessoptimierung in die Wege. Du machst hier ganz andere Gedanken. Ja, du hinterfragst auch mal, was ist davor passiert überhaupt. Ja, es ist nicht dein Job letzten Endes als Geschäftsführer oder als leitende Kraft bei dem Unternehmen, dieses Feuer jetzt gerade zu löschen, sondern dein Job ist, das Feuer zu löschen und danach dafür zu sorgen, dass es nicht mehr passiert. Genau, also das würde ich dir auf jeden Fall mitgeben. Punkt Nummer eins, eine Beschwerde ist nichts Schlechtes. Es ist einfach nur Feedback an deinen Prozess und klar, die kann mal ein bisschen harsch formuliert sein, aber letzten Endes musst du da drüber stehen und solltest im besten Fall versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen, was der Kunde mir jetzt gerade sagen möchte. Dann löst du es für den Kunden und dann implementierst du bei dir im Kopf im besten Fall die Frage,
nicht immer, wie kann ich die Situation jetzt lösen, weil damit löst du die Situation und dann passiert nichts mehr, sondern wie kann ich die Situation in Zukunft vermeiden. So, und du wirst merken, wenn du das für dich erstmal wirklich begriffen hast und im besten Fall dann auch weitergeben kannst an deine Kundenbetreuer oder natürlich auch im Vertrieb, dann wird sich bei dir im Unternehmen ganz viel tun. Ja, weil es werden andere Ideen aufkommen und du wirst von Tag zu Tag mit jeder Beschwerde wirst du letzten Endes besser. So, und das ist das, was sich letzten Endes auch von anderen Konkurrenten abhebt, die sich diese Gedanken nicht machen. Ja, der Konkurrent löst immer seine Situation, der löst das Problem, hat es vielleicht für heute geschafft und das war es dann aber auch. Das Problem kann nächste Woche genauso wieder passieren. Bei dir nicht, wenn du machst, was ja, ich dir letzten Endes heute hier weitergegeben habe. Also versuch das bitte genauso umzusetzen, zu implementieren. Wenn du dazu Fragen hast, komm gerne auf uns zu. Wir besprechen das letzten Endes auch mit unseren Partnern regelmäßig. Ansonsten, wie gesagt, abonniere den Kanal, komm gerne mal auf unserer Seite vorbei, guck dir das auf jeden Fall an, was wir dort machen. Und dann wünsche ich dir schon mal viel Spaß beim nächsten Video. Bis dann.